Und damit willkommen zurück im Endgame von Mass Effect. Es fühlt sich so an, als seien wir kurz davor, das Ende zu erreichen. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, viel verpasst zu haben, tatsächlich. Geht das hier lang? Ja. Ich habe ja tatsächlich dieses Spiel gänzlich blind gespielt. Also ich hab vorher noch nie Mass Effect gespielt. Und dennoch bekommt man aber ja so das eine oder andere mit. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass das Ende von Teil 3 wohl sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ich weiß, dass es Romanzen gibt und das ist eigentlich das, was mich am meisten irritiert in dieser ganzen Situation, dass ich irgendwie gar keine Romanzen hatte. Und okay, bin jetzt nicht unbedingt der netteste Typ, aber es ging ja irgendwie so gar nichts. Oder hätte man halt einfach stets zwischen den Missionen oder sowas auf dem Schiff mit den Damen oder Herren dort sprechen müssen, und das habe ich halt völlig versäumt. Ja, auf jeden Fall keine Romanze für mich. Dafür, dass ich da jetzt so eine dolle Überhitzung haben soll. Die erwarten doch jetzt wohl nicht, dass ich da auf diesem Landungsschiff rumballer wie bescheuert, oder? Gibt's hier irgendwie so einen Geschützturm oder sowas? Ah ja. Ja, ich kann ja durchaus auch mein Fazit jetzt schon mal ein bisschen ziehen, weil egal was uns jetzt erwartet, auf dem Schiff, also ich nehme an, dass wir mit dem Schiff dort da gleich nochmal entern werden. Sonst dort sowohl darin als auch dem Drahtzieher, nehme ich jetzt mal, dem Reaper-Schiff sozusagen zu stellen. Und ich kann ja jetzt durchaus schon mal sagen, wie mir das Spiel gefallen hat. Nicht so wahnsinnig gut. Muss ich einfach mal so sagen. Klar, es ist ein altes Spiel. Und ich bin durchaus ein Nostalgiker. Also ich kann auch echt noch mal, weiß ich nicht, GTA Vice City oder sowas spielen. Da muss ich jetzt irgendwie was damit machen, oder wird das hier jetzt von selbst weggebolzt? Ach, da hinten ist noch so eine. Ja, dann sollten wir das vielleicht mal machen, dann geht das vielleicht auch ein bisschen schneller. Klar, das Spiel ist alt, und aber alte Spiele haben auch viel darum berechtigt, und ich stehe ganz schön im Feuer. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass das ein liebevoll gestaltetes Spiel ist, was mich abholt irgendwie. Also ich meine,
meine Begeisterung für so Weltraumquatsch hat auch tatsächlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut. Also es war nicht schon immer da. Also früher habe ich wirklich ausschließlich Fantasy-Krams gespielt. Aus irgendeinem Grund kam ich dann auf den Trichter. Dann habe dann angefangen auch mal gezielt so Weltraumkrams zu spielen, deswegen kam mir das irgendwie ganz gelegen, dass jetzt so Mass Effect neu aufgelegt worden ist und wollte ich das gerne mal nachholen. Und wusste ja da durchaus, dass es halt ja letztlich dennoch ein altes Spiel ist. Klar. Dass halt lediglich optisch ein bisschen aufgewertet worden ist. Aber Mass Effect hat ja durchaus eine Geschichte und eine nicht unerhebliche Fanbase. Und deswegen hatte ich tatsächlich eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, wundervoll. Also überhaupt die Mädels haben geklärt. Die mir einfach vor die Linse. Großartig. Schön den aufgeladenen Schuss durch die Rübe. Ja, hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung tatsächlich an dieses Spiel. Und war ja auch durchaus, ich habe es ja auch mal erwähnt, immer geneigt, Nebenquests zu machen. Aber es wurde mir halt nicht leicht gemacht oder es wurde halt einfach total wenig belohnt auch. Also wusste ich ja oder weiß ja, dass es hier so Romanzengeschichten gibt, die mir aber scheinbar einfach großartig verborgen geblieben sind. Aus Gründen, weil ich dann halt eben keine Gespräche geführt habe oder vielleicht genau die Nebenquests, die ich hätte machen sollen. Oh, shit. Mir war es lieber, wo die gerade unbewegt blöd in der Gegend rumstanden. Ja, irgendwie hat mich dieses Spiel nicht so richtig abgeholt. Daher auch nicht mit Sicherheit sagen, ob ich gewillt bin, weiterzuspielen. Ne? Also das ist ja jetzt der erste Teil dieser Trilogie. Oh shit. Nicht überzeugt tatsächlich, dass das jetzt so tolle ist. Also klar werden Teil 2 und Teil 3 mehr zu bieten haben. Aber wie gesagt, so richtig bin ich wohl kein Mass Effect-Fan. Auch mitunter etwas mühsam, das Inventar so in Schuss zu halten, damit zu spielen, weiß ich nicht. Also so Mäuschen, was stehst du denn da auch genau? Also habe ich wenig Mitleid jetzt. Bin
mir gar nicht sicher, ob das Sinn macht, was ich hier gerade tue. Er trifft ja was. Vielleicht müssen wir den auch einfach nur ausweichen. Wir versuchen es mal. Wir machen mal eben kurz hier. Zack, alle mal wieder aufstehen. Mit Igel reinhauen. Und dann stürmen wir mal los. Zack, Schützenrahmen. Alle rein hier. Rein hier. Oh, wo sind die Zähnchen? Komm. Hopp, hopp, hopp. So. Die Granaten nicht wegbolzen. Ja, 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 okay. Mhm. Ins Getümmel da, ne? Ah, die gehen also doch kaputt. Ich also gar nicht mal so ganz verkehrt mit dem, was ich da gemacht habe. Die wollte ich jetzt noch aufheben. Sie haben was gut bei dass er in mir so gar kein Interesse gefunden hatte. Erwischt. Ja, jetzt haben wir ein irrsinniges Vermögen angehäuft, was wir nie ausgegeben haben. Ich war ja zwischendurch bedarf, es auszugeben, konnte aber nicht, weil es gab einfach nicht das, was ich gerne hätte kaufen wollen. Stehen hier doch garantiert nicht von ungefähr. Eine Zugangsluke. Na, dann mal rein ins Getümmel. Das ist doch hier die Ratshalle, oder nicht?
mal, die kann doch noch Menschenrüstung tragen. Das war auch schlechter. Ja. Naja, gut. Wieder bei Witz der Arbeit können wir hier mal eben den neu gewonnenen Mad Eagle gleich einsetzen. Wenn der Tasche wieder nicht aufpasst. Gut, da muss man halt sagen, ist halt ein altes Spiel, ne? Da ist die KI noch nicht ganz so auf Draht. Passt schon. Stark. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? Kann ich einfach durchschießen. In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Warmeier überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Warmeier musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Na klar. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper Organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Die Reaper nutzen die Organischen nicht. Sie verschlingen sie und werfen sie weg. Sobald die Eroberung abgeschlossen ist, werden sie weggeworfen. Ich habe keine Wahl. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Unterwerfung oder Tod. Es gibt keine anderen Optionen. Sie hätten sich widersetzen können. Sie hätten kämpfen können. Stattdessen haben sie sich ergeben. Sie haben aufgegeben. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Ja, vielleicht könnte man ihn noch umstimmen. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Thank you.
Ja, gut. Das dazu. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Haben Sie jemand anderen erwartet? Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Lassen Sie den Rat sterben, klingt ja schon irgendwie ein bisschen gemein, aber nichts zu ungut, ne? Die haben ständig ihr eigenes Spielchen gespielt. Haben ständig ihre eigenen Machtkämpfe da gefahren. Und ja, natürlich steht vor denen auch öfters mal so ein Durchgeknallter, aber ich hatte immer recht. Sie wollten es immer nicht hören. Also. Lass mir den Rat sterben. Scheiße, das sind drei Ratsmitglieder. Die Oberpupser. Kann man auch ersetzen. Halten Sie sich zurück, Joker. Wir werden keine Menschen opfern, um den Rat zu retten. Halten Sie die Schiffe zurück, bis Sie die Sovereign in der Schussbahn haben. Ein Opfer zum Wohle aller. Hoffentlich ist es nicht vergebens. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Kritische Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Okay, kann man so machen. Er ist tot. Thank you.
das funktioniert, sehen wir gleich. Wo ist er? Oh nein, jetzt ist er schon wieder abgelaufen. Das Ding halt auch nicht so lange hält, ne? Warte mal, wir müssen doch einfach mal hier Zeitablauf. Ein Schild ist okay. Mal im Anspringen. Jetzt hier ein bisschen Kamikaze. Wird eingeschaltet. Wäh. Shepard braucht Hilfe. Da haben wir reingehauen jetzt hier. Jetzt hau ich nochmal um. Warum bringt das dir eigentlich nichts? Die Schildüberlastung? Aua! Doch nicht bei mir. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Das will ich aber auch gemeint haben. Schilde deaktiviert. Oh, Herr Hermie, geht das gar nicht so gut. Shepard ist tot.
Shit. Tja, machen wir vielleicht auch noch mal eine kleine Pause.